Der Sekret von einem erholsamen Schlaf bleibt meistens in was. Als Matras. Wenn so viele Materialien, die zur Verfügung stehen, kann sich nur der perfekte Matras beeinflussen sehen. Haut löst mir ein Feld von den Matrassenmaterialien. Hier vier Anodela, aber ein Matras für wie gut das. Als echt Viskose, auch noch als Memory Foam oder Memoade Foam bekannt. Ursprünglich entworfen für die Sitze an der Rakete für die NASA als das lohe bekannte Produkt für Matrassen. Das Matras bietet eine außergewöhnlich hohe Druckentlastung. Sie passt sich also gut im Körper an. Sie reduziert Bewegungsüberdrohung und ist damit auch ideal für Koppeln mit leichtem Schlaf. Allerdings wird sie Tendenz jetzt bei sich zu halten. Was muss vielleicht ein bisschen mehr unkomfortabel sein bei mir hitzigen Leuten oder an mir hitzigen Perioden im Jahr. Und auch mit der Zeit hat es aber Tendenz, sich ein bisschen aufzusenken oder seine Form zu verlieren. Vier der Kernmatrassen als der Klassiker, von denen es etliche Varianten seit etlichen Jahrzehnten gibt. Diese Matrassen bieten eine starke Unterstützung, besonders für mich schwere Leute. Dabei auch noch eine gute Luftzirkulation für mehr Luftschutzschlaf. Und es gibt eine große Auswahl, sie wird am Preis oder auch an der Festigkeit. Allerdings können die Federn mit der Zeit gut gehen. Potenziell kann ich die Federn auch hören, wenn sie sich bewegt. Es wird auch ein bisschen mehr Konturierung, also damit mehr Anpassung ohne Körper, weil besonders für Seitenschläfer keine Probleme sind. Kommen wir zum Latex. Latex, gewonnen aus dem Saft von Kautschukbeeren, besser gesagt dem Hevea brasiliensis, mit einer Kombination von Elastizität sowie Komfort. Das Matrassen sind absolut umweltfreundlich und nachhaltig. Sie sind auch widerstandsfähig und haben eine lange Lebensdauer, oft mehr lang wie andere Typen. Sie sind auch ziemlich resistent gegen Staubmilben und auch gegen Schimmel. Leider sind sie relativ schwer, weil es mir schwierig ist, mich zu transportieren oder auch zu drehen. Dabei ist auch natürliche Latex relativ teuer. Das Zucht von Matras ist aber auch für alle Arten von Schläfer, ob Bauch, Rick oder Seite. Und für umweltbewusste Konsumenten oder Allergiker. Hybridmatrassen sind Verschmelzung von den Technologien von Federkernmatrassen aus Schaum oder Gel. Eignet für sich, das Beste aus beiden Produkten zu verbinden. Dabei kombinieren sie die Unterstützung von den Federn mit dem Komfort von Schaum oder Gel. Das verbessert auch die Luftzirkulation, für die den kühl bleibt. Auch das Matrassen sind typischerweise mehr schwer, mit der Kombination von den Materialien. Außerdem können die Matrassen auch ein bisschen teuer sein, weil sie nicht immer ein ähnliches Material sind, wie pure Materialien. Die Landschaft von den Matrassenmaterialien ist groß und variiert. Einzigartige Bedürfnisse, Präferenzen und Budget gehen wir viel. Am besten ist es, sich am Fachhandel beruhen zu lassen. Mehr Engsag bleibt universell. Sich nennt man wohl seinen Schlaf. Schließlich ist der Schlaf Fundament von unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden. Mein Name ist Yves Schreder, Direktor von Sturmmetre mit Lassie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und einen besseren Nächsten.